Schatzi. Ciao, ciao. Bis morgen. Bis morgen. Willkommen zu Reisebericht aus Schweden vom Sabbatjahr, Folge 2 auf den Spuren von Seven vs. Wild. Wie gesagt, heute startet noch ein kleines Herzensprojekt. Wie ihr seht, ich bin gerade auf dem Stand-Up-Paddle unterwegs. Ja, Kajak wäre cooler und sicherer, habe ich aber nicht. Und das Stand-Up-Paddle habe ich und die Entfernung ist recht überschaubar. Von daher, heute erwartet euch Stand-Up-Paddle-Tour rüber zu Fritzbot. Und dann werde ich gleich erstmal ein kleines Loadout machen mit allem, was ich dabei habe, damit ihr seht, was ich mir zur Verfügung steht und was ich mir vorgenommen habe. Und dann werde ich eine Nacht an Fritz Seven vs. Whitespot übernachten. Mal sehen, ob ich die Höhle finde. Mal sehen, ob ich die zwei Steine gut finde, wo er reingegangen ist. Ich habe es mir gestern vorher nochmal angeguckt. Und ja, ich habe jetzt noch gut 2 Kilometer zu paddeln. Bin gerade ein ganzes Stück, 500-600 Meter weit weg. Und ja, wollte euch erstmal begrüßen, euch Hallo sagen. Und jetzt geht's los. Ich habe noch ein bisschen zu rudern. Und dann melde ich mich gleich wieder, wenn ich hoffentlich gefunden habe, wonach ich suche. Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass es das ist, hier auf dem Stein. Perfekt. Das ist aber ganz schön unwegsam hier. Dann erstmal gucken, wo ich meine Ausrüstung zwischenbunker. Das ist wirklich, wirklich unwegsam. Mal schauen, wie ich den ganzen Kram hier rankriege, wo ich das hinlegen kann. Einen Spot suchen. Geil! Geil, geil, geil! So, ich habe erstmal den Kram gesichert. Jetzt würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen auf Erkundungstour, weil so ist es zwar erstmal gesichert, aber ich muss ja irgendwo mal ein bisschen eine ebene Fläche bekommen, wo ich den Kram auspacken kann. Und da würde ich sagen, gehen wir mal zusammen auf Erkundungstour, um dann zu schauen, wow, also vom Einstieg her war das schon mal kein Traumspot, Leute. Ich habe jetzt erstmal meine Füße abgetrocknet, bin aus den Neoprenschuhen raus. Habe mir erstmal vernünftige Schuhe angezogen. Und ja, jetzt erstmal durchschlagen, etwas suchen. Etwas suchen, wo ich meine Ausrüstung vernünftig reintragen kann. Ihr habt schon gesehen, ich habe nicht ganz so wenig Ausrüstung dabei. Liegt natürlich auch daran, dass ich es mir heute ein bisschen gut gehen lassen möchte. So ein klein bisschen Verpflegung dabei, Angelausrüstung. Möchte heute mir versuchen, einen Fisch zu kredenzen. Und das ist wirklich unwegsames Gelände für so einen großen Rucksack. Ja. Ja, das heißt als erstes Gegend erkunden, bisschen suchen, bisschen kraxeln, bisschen klettern. Vielleicht finde ich ja die Höhle von Fritz schon relativ zügig, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Fritz relativ lange gesucht hatte. Und Lagerplatz suchen, Übernachtungsmöglichkeit suchen. Ich werde nicht wie Fritz in der Höhle pennen. Ich
bin kein Bodenschläfer, habe auch kaum Bodenschläfer-Setup dabei, sondern Hängematten-Setup. So, okay. Also, Höhle von Fritz gefunden, relativ zügig sogar. Wahrscheinlich eher Glück, zufällig in die richtige Richtung gelaufen. Auch hier gab es schon Leute und das finde ich ganz süß, das zeige ich euch mal. Danke, Fritz. 29.09.2022. Camp. Fritz Camp. Fritz Camp 9. Ich hole jetzt mein ganzes Equipment hier hin. Hole meinen ganzen Kram ran. Und wenn ich das Equipment hier habe, werde ich mal gucken, dass ich als erstes die Kamera irgendwo befestige. Ich habe leider nicht die richtigen Halter dabei. Das heißt, ich habe Kabelbinder mitnehmen müssen. Werde die Kamera befestigen, euch erstmal einen Zeitraffer machen. Kurz ein kleines Loadout für das, für die Leute, die es interessiert, was ich alles dabei habe. Also, als erstes ein bisschen Survival-Kram, Bio-Naturseife zum Waschen, Kopflampe, Säge und das Jute von meiner Freundin geschenkt bekommen zum Geburtstag. Ups. Das Amazon Survival Kit mit dabei. Taschenlampe vom Volki. Grüße gehen raus. Kleine Taschenlampe. Dann Feuerstahl. Feuerstahl, Messer. Sowas alles, was man so braucht. Ja, kein Feuerzeug dabei. Dann einmal etwas Angel-Equipment. Angel, Köder, Kram, Kescher. Alles in einem. Also, falls es keinen Fisch gibt, gibt es heute Storfe Grite. Keine Ahnung. Töpfchen zum Kochen mit ein bisschen Tee. Wasserfilter, Bachgold, damit ich trinken habe. Übernachtungsmöglichkeit. Einmal Isomatte, Hängematte, Schlafsack, Tarp und für den Notfall, falls es doch zu viel regnet, ein Poncho und ansonsten nur noch meine Mütze, die schon durchnässt ist, ein Handtuch, um ein paar Sachen abzutrocknen, wie meine Füße vorhin, die Packtasche vom Stand-Up-Paddle und für den Notfall die Pumpe, falls ich morgen früh nochmal nachpumpen muss und dann noch eine kleine Notverpflegungsbox für gleich, weil ich nicht gefrühstückt habe heute. Drei Bananen, ein Bier, schön für heute Abend, sehr gut. Und ein paar Nüsse und ein bisschen Kleinkram, perfekt. So, dass ich nicht verhungern muss. Das war's. Setup steht. Ich habe mich dazu entschlossen, die Hängematte hier so aufzuspannen mit dem Tarp nach vorne offen. Ich glaube, das heißt A-Frame oder nee, keine Ahnung. Hat irgendeinen Namen, bin ich mir nicht sicher. Der Grund, zum einen habe ich direkt den Felsen davor, von dem aus ich schön einsteigen kann, wo ich Sachen ablegen kann. Ähnliches. Und zum anderen der Ausblick. Der Ausblick, den ich heute Abend und heute Nacht aus dem Bett haben werde. Raus auf den See ins Freie. Habe mir überlegt, als nächstes ein bisschen die Gegend zu erkunden mit euch. Hier mal ein bisschen rumzulaufen, zu gucken, wie es hier aussieht. Noch ein paar Sachen, vielleicht findet man noch was, was man wiedererkennt. Super ruhig, super abgeschieden. Echt schick. Also ich bin jetzt vom Startpunkt aus erstmal nach drüben gelaufen. Vom Boot aus würde man sagen links, vom Strand aus rechts rum. Da gibt es nichts außer extrem viel Totholz. Totholz ohne Ende.
Aber das ist viel zu unwegsam, das Totholz da zu sammeln. Zumal es ja eh nur für eine Nacht ist. Was ich aber noch mal gecheckt habe, ist, wie sicher ich mein Stand-Up-Paddle vertraue, wo es hier liegt. Und dem Stand-Up-Paddle selber vertraue ich schon von der Position. Aber Finne und Neoprenschuhe werde ich lieber ein etwas sichereren Ort platzieren, wo ich mir doch relativ sicher sein kann, dass da, vielleicht nehme ich sie am besten mit hoch. Ich glaube, die Sachen lagere ich lieber im Camp ein. Safety first. Und das Paddel an sich werde ich hier auch ein bisschen weiter ans Ufer legen, weil ohne Paddel geht es nicht nach Hause. Oder schwierig. Sehr schwierig. War auch noch einmal im Camp, weil ich gemerkt habe, dass ich das Handy nicht dabei habe. Und wenn man hier über die Steine kraxelt und so, ist das doch alles relativ unwegsam, bevor ich mir irgendwo die Knochen breche und nicht mehr wegkomme. Sollte man doch lieber das Handy immer dabei haben, damit ich im Notfall zumindest meine Freundin kontaktieren kann. Jetzt geht es erstmal in die andere Richtung. Erstmal am Ufer lang, habe ich mir überlegt. Kurz die Sachen sichern und dann übers Ufer ein Stück hoch in den Wald und durch den Wald zurück. So, da mal schauen, ob ich was Interessantes für euch finde. Und wenn dann nichts mehr kommt, dann werde ich mir gleich die Angel auspacken und versuchen mir mein Abendmenü zu fangen. Ja, nicht weit weg von meinem Camp. Da oben seht ihr das Tarp. Wieder Wildtierköttel. Und ich habe wieder mal keine Ahnung von was für einem Tier. Besonders klein kann es nicht sein. Wenn ihr wisst, in der Nähe von was für einem Tier ich hier hause, schreibt es doch mal rein. Von der Größe her kann es zumindest kein Bär sein. Und ich hoffe, dass ich heute Nacht keinen unangenehmen Besuch bekomme. Allein im Wald ist der Schlaf, glaube ich, eh nicht so tief. Kann man das sehen? Den Abdruck? Hier muss irgendwas Größeres langgelaufen sein. Ich habe auch gerade schon Fußspuren gesehen, die auch nicht alt sein können. Fußspuren, die nicht alt sein können. Sah auch ziemlich frisch eingetreten aus alles. Sowas. Aber da frage ich mich. Ein paar Sachen sehen aus wie Fußabdrücke von Menschen, aber hier zum Beispiel, das sieht eher aus wie ein Schuh von einem Mensch. Das auch, aber ein paar andere Abdrücke sehen mir gar nicht so menschlich aus. Also, definitiv pilgern hier schon ein paar Leute hin. Vielleicht habe ich sogar heute nur Glück, dass ich alleine bin. Aber definitiv auch anderes Zeug. Und zwar nicht zwingend klein. Zumindest habe ich noch nichts gesehen, was nach einer Bärentatze aussieht. Weil da muss ich euch sagen, das wäre für mich Grund Nummer 1, die Nummer vor der Nacht abzubrechen. Damit finde ich es nicht zu spaßen. Und da ist mir bei allem Abenteuerkram mein Leben doch wichtiger. Vorne ist eine Markierung am Baum. Gehe ich jetzt mal hin. Ich habe
jetzt öfter gesehen. Ich habe das ja, glaube ich, im letzten Video schon thematisiert, die Nummer mit der Rodung. Und ich habe jetzt bis jetzt überall gesehen, wo gerodet wird, hat die Regierung vorher an den Bäumen Fahnen angebracht, die markieren, bis wohin gerodet werden darf. Hängt immer so ein Band dran. Hier hängt jetzt auch gerade wieder was. Flatterband. Das ist zumindest nicht das, diese Markierung, die ich bei den anderen Rodungsdingern gesehen habe. Aber hier läuft auf jeden Fall, schaut mal, hier ist ein richtiger Weg. Mann, das sieht ja nicht mehr nach einem normalen Wildtierpfad aus. Hier ist, glaube ich, richtig Verkehr. Mal, das ist ein richtiger Trampelpfad. Ein Autoreifen. Ja. Also ich muss euch sagen, ich verstehe, warum die Entscheidung Richtung Kanada und Nordamerika oder Alaska da gefallen ist für Staffel 3. Also schön das hier auch ist. So. Richtig abgeschieden ist es nicht. Man sieht von hier aus schon noch Häuser. Ich bin auch, wo ich mit dem Stand-Up-Paddle los bin, an knapp 3-4 Häusern vorbei. Ich glaube, nicht allzu weit in die Richtung. Deswegen hätten die sich gar nicht weiter wie 500 Meter bewegen dürfen. Weil da hinten kommt dann doch schon wieder ein Häuschen irgendwie. Also es ist eine schöne, abgelegene Stelle. Aber es ist nicht so abgeschieden, wie suggeriert wurde. Jetzt ist hier warmlandsgarden.com Camping, Cottage, Outdoor, Kone. Umleitung oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, was die Schilder bedeuten. Und hier wird es mir jetzt zu matschig, um weiterzugehen, oder? Traue ich mich nicht. Nee. Die Schuhe sind schon. Schaut mal, ich hier reingehe. Wirklich tief im Wasser und im Moder. Ich habe keine Lust auf nasse Socken. Ich würde jetzt ganz gerne noch da rüber in die Richtung, da ist so ein riesen Felsen. Ich weiß nicht, ob ihr es seht. Da mal ein bisschen gucken. Und danach würde ich dem Pfad hier so ein bisschen folgen. Ja, ich glaube, Richtung Felsen gehe ich nicht. Ich gehe direkt den Pfad lang. Ich werde dem Pfad ein wenig folgen. Ein bisschen da hochklettern, da oben ein bisschen gucken und dann hier den Pfad hoch. Da ein bisschen hoch. Und dann so zurück Richtung Camp. Ah, schaut mal hier. Ganz kleinen Schuhabdruck. Man sieht es am Profil so ein bisschen. Hier noch ein bisschen. Auch ganz klar ein Schuh. Ja. Ich nehme euch einfach mal noch ein bisschen mit. Und dann könnt ihr die Natur ein bisschen mit mir zusammen genießen. Ich muss euch sagen, das nimmt ganz schön viel Kraft in Anspruch. Und ich werde auch gleich wieder super viel trinken. Ich habe mir nämlich überlegt, dass es ja ein heißer Tipp ist, wenn man sich ein bisschen von Wildtieren fernhalten möchte, ringsherum um sein Camp ein bisschen rumzupinkeln. Und das werde ich gleich tun. Ich werde extra viel trinken,
damit ich extra viel pinkeln muss. Ach, schaut mal. Jetzt wäre ja mal schön zu wissen, also das sieht aus wie Kajak mit zwei Leuten tragen. Darüber wieder eine orange Markierung. Da hinten noch so ein oranges Fähnchen. Ich denke mal, das ist hier irgendwie ein Spot, wo die Leute ihre Kajaks rein und raus tragen können. Nicht weit von hier. Ich gucke jetzt gleich mal auf dem Handy, nicht allzu weit von hier. Ist auch eine Straße. Ich denke mal, nach 500-600 Meter entfernt, dann würde es schon Sinn machen, dass das hier so ein Kajak-Anlegespot ist. Und ich kann mir vorstellen, dass in der Hauptsaison in 3, 4, 5 Wochen hier richtig Betrieb ist und ich noch ein bisschen Glück habe, dass wir Ende Mai sind und ich so alleine bin. Ich habe gestern auf der Tour mit dem Fahrrad tatsächlich nur einmal am ganzen Tag einen Kajak gesehen und das war abends. Und kann mir aber gut vorstellen, dass das hier eigentlich ein ziemlich vielbefahrenes Ding ist und deshalb wahrscheinlich auch gut war, dass Seven vs. White so spät im Jahr gedreht wurde, völlig außerhalb der Saison. Weil wenn man das hier im Juli machen würde, dann wäre das alles andere als abgeschieden. Oh, schaut mal. Ich bin nur ein bisschen rumgewandert. Die Meter nehmen wir jetzt noch zusammen mit. Da vorne kommt eine Straße. Wieder ein Fähnchen am Baum. Wieder Trampelpfad. Wieder Köttel. Und da ist eine Straße. Ja, Wendehammer, irgendwas ist da. Das heißt, für mich geht es jetzt direkt wieder zurück. Ich zeige euch trotzdem einmal den Wendehammer und dann wieder Tierköttel. So. Seht ihr. Und dann denke ich mal, dass das hier so ein Spot ist, wo sich viele Leute aussetzen lassen, um mit dem Kanu loszugehen. Und dann können die direkt dort durch die Markierung runter bis ans Wasser. Und ich werde jetzt mal das Handy schnappen und schauen. Ich glaube, um zurück zu meinem Camp zu kommen, macht es am meisten Sinn, dass ich mich irgendwo hier durchschlage. Ja. So, Thema Angeln. Ich war im ersten Step ziemlich erfolglos. Ich habe anderthalb Stunden, würde ich sagen, versucht zu angeln, allerdings mit Spinner und Wobbler, weil das Bojenangeln mir nicht liegt. Angeln ist bei mir ein eigenes Thema. Ich bin absolut nicht sehr erfahren. Ich habe letztes Jahr das erste Mal ein Hecht und zwei Flussbarsche rausgeholt. Und ja, das wäre hier ein sehr netter Bonus natürlich. Musste jetzt allerdings zurück, weil es anfängt zu regnen und meine Powerbank noch am Baum hing. Und erstmal die Ausrüstung ins Trockene packen. Habe also jetzt die Powerbank einmal gerettet, gesichert. Sehe gerade, dass sich auf meinem Tarp wahrscheinlich eine kleine Pfütze bilden wird. Deswegen werde ich das Tarp nochmal hier etwas höher abspannen müssen, damit das Wasser nach hinten ablaufen kann. Ja, optimiere jetzt noch einmal ein bisschen meine Schlafmöglichkeit und schaue gleich nochmal nach, ob ich vielleicht nochmal versuche mit dem Angeln. Ist ja auch, glaube ich, von der Uhrzeit noch nicht so optimal. Ja, also etwas Camp optimieren, etwas regensicherer machen und dann geht es auch gleich irgendwann mal ans Holz. Holz und Feuer. Kurze Info.
zwei Sachen, die sich gerade als unheimlich praktisch erweisen. Das eine, dass ich das Tarp hier halb über den Stein gespannt habe. Somit habe ich einen wunderbaren Sitzplatz. Also hinter mir ist die Hängematte und ich sitze hier auf dem Stein im Trockenen, es regnet. Also das Tarp über den Stein zu ziehen war eine sehr praktische Sache. Jetzt habe ich einen schönen Sitzplatz, kann hier rausschauen. Und das zweite ist, wenn man eine Freundin hat, die einem ein Lunchpaket vorbereitet. Paar Walnusskerne, paar Frikos, bisschen Hähnchenkram. Hat natürlich nicht so viel mit Outdoor zu tun und hat natürlich auch gar nichts mit Survival zu tun. Aber es ist trotzdem gut, wenn man sagt, man macht mal 24 Stunden im Wald, wenn die Frau das Lunchpaket schnürt. Dann kann man bei Regen sich einfach mal auf den Stein setzen und ein bisschen snacken. Übrigens gehen hier noch liebe Grüße raus an eine ganz liebe Kundin von mir. Ich möchte den Namen jetzt vielleicht nicht sagen. Frau A. aus Willig. Die hat mir, weil sie wusste, dass ich ins Sabbatjahr gehe, an meinem letzten Termin, gesagt, Herr Wolf, ich habe hier was für Sie. Einmal was Gesundes, einmal was Süßes und einmal was für Sprit. Und das ist toll für die Leute, die nicht wissen, was ich mache. Ich bin beruflich Heizungstechniker, gelernter Elektriker, umgeschult auf Heizungstechnik und repariere also Heizungsanlagen. Und das ist was sehr Schönes daran, dass man immer wiederkehrende Kunden hat, wenn man jährlich zur Wartung kommt oder Probleme löst. Und man hat einen sehr, sehr schönen persönlichen Kontakt. Und das ist auch das, was mir an meinem Beruf unheimlich viel Spaß macht. Die Kundennähe. Ja. Und dann bekommt man halt auch Kunden, und das waren nicht gerade wenig, die mir extra, weil sie wussten, dass ich ins Sabbatjahr gehe, kleine Geschenke gemacht haben, die extra angerufen haben in der Firma, haben gesagt, wir brauchen noch mal einen Termin vom Herrn Wolf, bevor der weg ist. Ich möchte, dass der Herr Wolf noch mal das macht. Ja, das ist das, was ich an meinem Beruf sehr mag, die Kundennähe und abwechslungsreich Probleme lösen, Grips benutzen. Ja. Und das werde ich jetzt ein Jahr nicht haben. Und dafür habe ich jetzt hoffentlich ein Jahr Resonanz von euch. Das Schöne ist im 21. Jahrhundert, du kannst telefonieren, du kannst Videotelefonie machen. Ja. Naja, wie dem auch sei. Ich warte jetzt noch ein bisschen den Regen ab. Hader gerade mit mir, ob ich mich erst um ein bisschen Heißwasser kümmere, um mir einen Tee zu kochen. Also ganz ehrlich, Feuer ist für in 24 Stunden nicht zwingend notwendig. Ist nice to have, mir gleich vielleicht ein Feuerchen zu machen und mir einen Tee aufzukochen. Aber das ist ja auch nichts. Also viel lieber wie ein Tee hätte ich einen Fisch. Ja. Und deswegen glaube ich, werde ich trotz Regen gleich nochmal runtergehen und weiter versuchen, mir einen Fisch rauszufangen. Da hätte ich viel mehr Bock drauf. Ja. Was gibt's noch zu sagen? Bekleidung. Bekleidung seht ihr, ich habe nicht das teuerste Equipment oder sowas. Hab mir alles so China-Zeug zusammengekauft. Swatpants, sage ich nur. Swatpants, irgendeine Jacke aus China. Die Hose ist in XL. Die ist mir viel zu lang. Guck mal, ich habe den Gürtel drum. Da passt noch ein ganzer Mensch mit rein. Die Jacke ist ganz okay. Keine Ahnung, wo ich sie gekauft habe. Habe ich etwas über ein Jahr. Jacke ist okay, allerdings festgestellt zu warm. Wenn ich die Jacke ausziehe, habe ich das T-Shirt an, das ist mir zu kalt. Ziehe ich die Jacke an, wird mir zu warm, fange ich an zu schwitzen. Also die ganze Zeit ein bisschen Wechsel hinher. Eine hochwertigere Jacke, weiß ich, wäre was Schönes gewesen. Dann könnte man hier so Reißverschlüsse an der Seite öffnen und Luft reinlassen und könnte die Temperatur besser regulieren. Also da gibt es auf jeden Fall noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber jetzt erstmal nicht so wichtig. Ich sitze im Trockenen,
mein Dach funktioniert super. Hab das noch ein, zwei Mal geändert. Ah ja, und Knoten. Leute, wenn ihr sowas vorhabt, lernt Knoten. Ich mache hier die ganze Zeit irgendein Küngelzeug-Scheiß und ich weiß hier von meinem Kumpel Marcel und von Videos von Fritz, es gibt so gute Knoten zum Verschieben, zum Spannen, zum Festmachen. Das wäre, wenn ich ein paar mehr Knoten könnte, wäre das Aufspannen des Tapes ein so viel leichteres gewesen. Und auch jetzt hier zu gucken, dass sich hier kein Regensack bildet, das wäre alles so viel besser gewesen, wenn ich nur ein paar Knoten könnte. Und das wird auf jeden Fall was sein, was ich einfach mal mir in der nächsten Zeit auf den Schirm schreibe, einfach ein bisschen Knotentechnik zu üben. So, jetzt wird es so laut, weil der Regen so reinprasselt. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja. Ich habe jetzt nochmal versucht, ein bisschen rumzuangeln. Und aus meinem Tarp ist ein Segel geworden. Kann man das sehen? Von hier, von der Seite. Da hängt gar nicht mehr auf der Ridgeline. Der Wind bläst da rein. Und das Ding baut sich auf. Schaut mal hier. So müsst ihr das sehen. Die Schnur, die Ridgeline heißt sie, glaube ich. Hat gar keine Funktion mehr in der Mitte. Naja, dann kann ich jetzt auf jeden Fall nochmal nachspannen. Das ist gerade ganz praktisch. Ja, ich glaube, Fisch gibt es heute nicht. Ich werde gleich einfach für die eigene Motivation mir einen Tee kochen. Ich glaube, das Thema Fisch hat sich leider erledigt. Ich hätte so Bock gehabt, einen Fisch rauszuholen. Ich weiß nicht, vielleicht die falsche Angelmethode, vielleicht die fehlende Erfahrung. Wäre nice to have gewesen. Und für alle Leute, die sich jetzt beschweren wollen, wieso angelt der, den Rest kann ich betäuben, ins Herz stechen, ausnehmen, entschuppen. All das habe ich als erstes gelernt von einem Koch in einem Urlaub in Kroatien. Ja, also eigentlich, sobald das Vieh am Land ist, kann ich mit allem gut umgehen. Nur das Vieh an Land holen, das ist nicht meine Welt. Naja. Ich werde jetzt nochmal hier ein bisschen nachspannen und dann werde ich sehr wahrscheinlich mir einen Tee kochen. Hey, also, ich habe zwar keine Ahnung, wie ich es gemacht habe, aber ich habe es geschafft, meinen Wasserfilter zu verschlampen. Ich hatte den vorhin noch hier dran am Karabiner. Hier. Ich bin angeln gegangen, kam jetzt zurück. Und er war nicht mehr am Karabiner. Irgendwie abgegangen, verloren. Ich bin gerade nochmal abgegangen. Hab ihn jetzt nicht finden können. Das heißt, ab jetzt ist es gut, dass es regnet. Denn jetzt kann ich ein bisschen Regenwasser sammeln, zumindest das, um mir gleich meinen Tee zu kochen. Das ist super ärgerlich. Naja, ich fange jetzt an Wasser zu sammeln. Da kommt gleich der nächste Schwall. Da. Und noch einmal. So, also Trinkwasser habe ich jetzt nur noch von oben oder aus dem See abgekocht oder ich finde den Wasserfilter später noch mal wieder. Trotz alledem werde ich mich jetzt drüber machen in Fritz Höhle und mir auf jeden Fall ein bisschen Wasser aufkochen. Ein bisschen Feuerchen und einen Tee und dann habe ich noch hier so ein Foodpack dabei. Und dann werde ich mir gleich was zu essen machen. So, jetzt erstmal Feuerholz. So, es gibt gute und schlechte Neuigkeiten. Gut, ich habe Mr. Bachgold wiedergefunden. Lag in meinem Camp total dulli, gut versteckt. Das Schlechte, es hat angefangen sich richtig einzupissen. Ich sitze jetzt in Fritz Höhle, weil ich ja Feuerchen machen wollte.
das ganze Holz, was ich vorhin im Trockenen wunderbar hätte einsammeln und vorbereiten können, ist jetzt alles klitschnass. Und habe jetzt nur so ein bisschen was zusammengesammelt. Ich hoffe, es reicht, um zumindest die 200-300 Milliliter Wasser zum Kochen zu bringen. Ja, fang jetzt mal an. Ich hoffe, dass das hier jetzt irgendwas klappt. Weil mit dem Wetter, naja, meine Freundin hat mich gestern noch gefragt, morgen ist echt scheiß Wetter angesagt, willst du das wirklich machen? Und dann hat sie gesagt, perfekt. Genauso war es bei Seven vs. Wild auch. Erster Tag, viel Regen. Klar ziehe ich da durch. Jetzt sitze ich hier und es regnet viel mehr als vorhergesagt. Ach ja, und das größte Problem, was ich gerade habe, meine Hängematte ist schon klitschnass. Ich habe, da ich ein 2-Meter-Riese bin, habe ich mir von Amok die Hängematte gekauft, die heißt Segel, weil die so groß ist. Habe mir ein relativ großes Tarp, 3x3 Meter dazu gekauft, aber das Tarp geht nicht über den Rand der Hängematte hinaus. Das heißt, vorne und hinten kann immer ein bisschen Wasser in die Hängematte reinlaufen. Ich habe zum Glück noch die Isomatte drunter, aber trotzdem ist meine Schlafmöglichkeit gerade nicht mehr so trocken, wie man sich eine trockene Schlafmöglichkeit wünscht. Und das erschwert die Sache jetzt natürlich gerade immens. Naja, ich bleibe jetzt erstmal an meinem Feuerchen hier dran, versuche irgendwie ein bisschen was zum Brutscheln zu kriegen, damit ich ein bisschen Wasser aufkoche, damit ich einen kleinen Snack gleich kriege, was Warmes im Bauch. Und hier ist aber natürlich gerade wirklich alles nass. Also es bedarf jetzt noch ein bisschen Vorbereitung. Dann hoffe ich, dass ich euch gleich das hier so abfilmen kann, dass ich zumindest ein bisschen Feuer ankriege. Das Einzige, was gut ist, ich hatte die Birkenrinde vorhin beim ersten Spaziergang im Trockenen schon mal gesaved und hier in die Feuerstelle geworfen. Allerdings tropft es jetzt auch genau in die Feuerstelle rein. Also ganz optimal ist das nicht. Und für so einen Riesen wie mich ist es auch gerade nicht so cool, hier drin zu sitzen. Aber genau das habe ich ja gewollt. Ich wollte ein bisschen Survival, ich wollte ein bisschen Outdoor und ich wollte ein bisschen Seven vs. Wild Feeling. Ja, das Feeling habe ich jetzt auf jeden Fall in einem relativ großen Ausmaß bekommen. Und dann darf man auch nicht jammern. Ne? Arbeite jetzt hier noch ein bisschen. Und dann schauen wir gleich mal, ob ich was Warmes im Bauch kriege. Oder auch die restlichen Frikos und die Banane. Mein letztes Essen für heute. Leute, Flucht aus der Höhle. Das bringt nichts. Es tropft hier an der Felskante. Läuft das Wasser alles runter. Es tropft hier alles langsam voll. Hier wird es nass, hier wird es nass, hier wird es nass. Egal was du tust, alles wird nass. Zum Feuer machen hier völlig ungeeignet. Ich nehme jetzt das bisschen Kram, was ich habe, versuche mir unterm Tarp was zu bauen, dass ich mir zumindest im wirklichen Regenschutz
ja, versuche mir doch ein Feuer herzustellen und hoffe, dass das besser klappt. Aber hier wird alles nur nasser. Immer nasser, immer nasser. Also, Feuerchen. Ich bin umgezogen und das Tarp auf meinen Felsen. Hab jetzt allerdings große Sorge. Ich glaube nicht, dass ich es schaffen werde, das feuchte Holz so weit hinzukriegen, dass ich da draus ein Feuer kriege, was groß genug ist, um mein Tarp, mein Tarp anzuzünden, will ich schon sagen. Ich bin schon ein bisschen dulli, um damit Wasser zum Kochen zu bringen. Ich finde einfach, jetzt ist alles klitschnass hier. Ich finde kaum mehr Zeug, aber bevor ich zu lange quatsche, ich muss los. Ich versuche es weiter. Ich muss jetzt los Äste holen. Kleine Äste in der Hoffnung, dass es noch was gibt. Jibi! Also, das sieht so aus, als würde es gleich einen Topf kochend Wasser geben. Jetzt habe ich natürlich nur nicht die Möglichkeit, hier noch irgendwie mir eine große Haltvorrichtung zu bauen. Über mir ist ein Tarp, unter mir ist der Felsen. Jetzt kriege ich auch noch ein bisschen Wärme ab. Das ist ein sehr netter Nebeneffekt, weil mir wirklich langsam uselig kalt geworden ist. Und jetzt sieht es zumindest so aus. Jetzt muss ich natürlich noch aufpassen, dass mir die Scheiße hier nicht runterrollt vom Felsen. Irgendwo anders rein. Aber zumindest habe ich jetzt eine sehr, sehr gute Aussicht, dass es gleich was Heißes zu essen gibt. Was bedeutet, ich warte jetzt noch, bis es hier, ja, bis das, was unten in der Mitte ist, der Kern, der wird relativ schnell ausbrennen. Das ist alles Birkenrinde und anderer Kram, Kleinkram. Also in dem Amazon Survival Kit, diesem kleinen Set, was mir meine Freundin zum Geburtstag geschenkt hat, ist dieses Blasrohr. Das finde ich gerade sehr praktisch, das Feuer am Leben zu erhalten. Jetzt zeige ich euch einmal aus der Ferne, dass ich wirklich das Feuer schon mitten auf dem Fels habe. Und dass tatsächlich ein bisschen Arbeit ist zu gucken, dass mir das Holz nicht immer runterfällt. Aber anders geht's gerade nicht. Das ist der einzig trockene Platz. Und so viel dazu. Jetzt ist mir richtig Scheiße passiert. Mir ist der ganze Griff abgefackelt, dieser Gummibelag da drauf. Naja, zumindest ist das Ding jetzt richtig outdoorfähig. Problem daran war, ich habe gar keine Handschuhe und nichts mitgenommen. Und jetzt wollte ich das Ding drehen, dass das nicht mehr so in der Flamme hängt. Und da habe ich zum Glück ja mein Handtuch dabei. Und es regnet immer noch wie Sau. Und somit konnte ich das Handtuch einmal richtig mit dem Tarp durchnässen, also das Regenwasser vom Tarp, alles einmal über das Handtuch jagen. Und habe jetzt zumindest die Möglichkeit, mit einem klitschnassen Handtuch, wenn das Wasser denn gleich kocht, mir das auch in meine Tüte reinzukippen. Weil sonst hätte ich gar nicht gewusst, wie ich den Topf oder das Wasser aus dem Topf nochmal rüberkippen soll. Ohne alles. Und da hilft mir jetzt das Handtuch sehr. Langsam kommen die Blubberbläschen. Gleich ist es soweit. Also auf der Anleitung, in der Anleitung von dem Foodpack steht 70 bis 90 Grad. Die haben wir jetzt auf jeden Fall schon. Ich lasse es aber, jetzt kocht es richtig. Perfekt. Und jetzt gibt es gleich Essen. Während mein Essen durchgezogen ist,
habe ich mich entschieden, doch noch mal schnell ein bisschen Holz ranzuholen und das Feuer jetzt nicht ausgehen zu lassen, weil spendet Wärme, sieht gut aus und dachte einfach, besser haben als brauchen. Habe ich noch mal ein bisschen Holz draufgehauen. Weiß nicht, ob es schon ganz durchgezogen ist. Ich glaube, hätte noch ein, zwei Minuten gefahren. Aber recht lecker. Ich denke immer so drüber nach. Ich meine, ihr seht, was ich alles dabei habe. Paracord, Tarp, Hängematte, Isomatte, Schlafsack, Feuerstahl. Damit wären meine 7 Gegenstände, glaube ich, schon voll. Und ganz ehrlich, wenn du angelst und du holst den Fisch raus, musst du den auch zubereiten. Ich habe eine Säge dabei, ich habe ein Messer dabei, ich habe einen Löffel dabei. Also 7 Gegenstände, wow, Leute. Ich hab größten Respekt. Das ist wirklich, wirklich knappig. Wow. Das ist wirklich wenig. Und dann, was Fabio gemacht hat. Irre. Irre. Ich habe so großen Respekt vor allen, die dabei waren. Ja, ich schwelge gerade so ein bisschen in. Ja. Genießt den Ausblick. Ich habe das Gefühl, man wird so ein bisschen dulli. Bei jedem Geräusch gucke ich mich um und denke, ich höre irgendwelche Leute. Dabei pfeift hier nur was, zwitschert was. Ja. Ja, Leute, also 7 Gegenstände ist wirklich wenig. Und was die Jungs jetzt in Staffel 3 vorhaben. Vom Niklas das Video habe ich gesehen. Was er alles reinpackt. Packen würde, packen könnte. Das ist schon gut. Die Säge hat er dabei, die Baumsäge. Das Messer, was er zusammenbaut. Ja. Damit hat man auf jeden Fall schon eine Menge drin. Dann hat er sehr viel zum Angeln dabei. Also das fände ich schon sehr gut, wenn Niklas dabei wäre, oder? Zumindest jemand die Box vom Niklas mitnehmen würde. Ich glaube, damit ist man besser aufgestellt, als mit diesen 7 Gegenständen hier, weil es ja im Endeffekt mehr Gegenstände sind. Aber was immer, immer schwierig wird, ist ein Regenschutz. Ja? Regenschutz. Und wenn das Wetter nicht mitspielt, kann dir echt so viel versauen. Ich merke das jetzt, ich bin ein paar Stunden hier, einen halben Tag jetzt. Seit heute Morgen. Die Sonne kann ich nicht sehen, weil es nur regnet. Es hat vorhin gewittert, gedonnert. Es klart jetzt langsam wieder auf, das ist gut. Die Wettervorhersage war deutlich weniger schlecht. Naja. Ich freue mich sehr aufs Jahresende, auf Staffel 3, mir das ansehen zu können. Und genieße jetzt mal noch. Lass den Abend ausklingen. Ich glaube, angeln werde ich nicht nochmal versuchen. Weil selbst wenn ich jetzt einen Fisch raushole, soll ich den hier in die Glut reinwerfen? Schwierig. Ich glaube, ich packe die Angel gleich ein. Ich habe ja Essen. Und lass jetzt mal den Abend noch ausklingen. Schwelge ein bisschen in Gedanken. Genieße das, was ich hier tun kann und darf. Ja. Und hoffentlich gibt es eine ruhige Nacht. Schaut mal. Da meine Mütze ja heute Morgen bei der Landung untenrum ganz nass geworden ist, habe ich mir jetzt hier über dem Feuer so eine kleine, ja,
so einen Halter gebaut. Jetzt wird das Feuer gerade wieder ein bisschen größer, da muss ich aufpassen. Und möchte jetzt vom Prinzip her damit meine Mütze wieder trocknen. Schauen wir mal, wie es funktioniert. Ich brauche jetzt mal beide Hände. Sorry, dass das Bild jetzt völlig verwackelt wird. So. Ja, muss jetzt natürlich aufpassen, der Wind ist gerade relativ stark. Jetzt wird die Flamme natürlich immer hier nach außen getragen. Und hier, wo meine Hand ist, ist die meiste Wärme. Hier drüber ist relativ wenig. Wenn der Wind jetzt aber aufhören würde, wäre das, glaube ich, nur eine Frage von Sekunden, dass die Mütze hin wäre. Aber am Kopf wird es gerade ein bisschen kühl und von daher ist schon das Bedürfnis, die trocken zu bekommen. Mal schauen. So, die Sonne neigt sich langsam dem Horizont entgegen. Und Regen hat aufgehört. Es ist wieder klar, die Mütze ist nur noch feucht. Ich wollte euch noch was zeigen. Und danach werde ich auch noch mein Stand-Up-Paddle holen. Weil mein Camp ist jetzt da. Und das Stand-Up-Paddle ist irgendwo da hinten. Ich habe mir überlegt, dass ich morgen früh mit Sicherheit nicht das ganze Equipment wieder von da vorne nach da drüben schleppen werde. Quer durch dieses unwegsame Gelände. Und werde deshalb gleich noch das Stand-Up-Paddle was näher holen. Erstens ist es dann näher, zweitens ist der Einstieg morgen früh besser. Und dann wird es auch wirklich bald wahrscheinlich Bettzeit. Ich weiß nicht, wie spät wir es genau haben, aber die Sonne, so richtig dunkel wird es jetzt eh nicht. Wir haben Ende Mai, 24. Mai ist heute und da wird es eh nicht richtig dunkel in der Nacht. Aber was ich euch noch zeigen wollte, der Steinturm von Fritz, der steht noch. Das Türmchen steht noch. Ja, Türmchen ist da, Höhle ist da. Und dann schauen wir mal, ob ich heute Abend noch irgendwas zu berichten habe. Und jetzt hole ich das Paddel und dann mache ich mich irgendwie ganz langsam mal so Richtung Bett fertig. Das Einzige ist, ich habe das Gefühl, dass ich nicht müde werde. Und ich habe gerade mal ein bisschen auf die Uhr gespawnt und wir haben schon 10 Uhr abends. Kurz nach 10. Das Feuer, was auf dem Stein völlig provisorisch geboren ist, in der Not, hat sich jetzt etabliert. Ein bisschen Holz habe ich hier noch bereitgelegt. Ich kann hier ganz entspannt mit einer Hand nachlegen. Somit ist das Mückenthema komplett weg. Abbruch in der Nacht. Ich weiß nicht, ob ihr mich sehen könnt. Es stoppt ein Duster. Ziemlich Duster. Ich war kurz vorm Einschlafen und nicht weit weg von mir war irgendein großes Tier. Keine Ahnung was. Kann Elch gewesen sein. Rumpfschrei vom Elch. Könnte, glaube ich nicht, ein Bär gewesen sein. Aber das war mir too much.
habe jetzt alles super überhastig eingepackt, zusammengestopft. Ich habe aber zum Glück, ich habe alles soweit mit, außer mein Messer konnte ich nicht mehr finden. Sitze jetzt hier draußen gerade auf dem Wasser, bin ein paar Meter vom Ufer weg. Und ja, da, also das war mir zu mulmig, ehrlich gesagt. Puh. Ja, ich noch ein bisschen in der Spur. Es war auf jeden Fall ein großes Tier und es war maximal 500, 600 Meter weit weg. Ich habe direkt die Kopflampe angemacht, alles abgeleuchtet, völlig, völlig paranoid, alles eingepackt, die ganze Zeit um mich drumherum geguckt, rechts, links, vorne, hinten, scheiße, was ist los? Kommt das? Ich denke nicht, dass es ein Bär war, aber es war ein großes Tier und es hat mich auf jeden Fall eingeschüchtert, so dass ich jetzt in der Nacht das Camp abgebrochen habe. Und jetzt, ich habe keine Ahnung, wie spät wir es haben. Und ich habe auch keine Ahnung, ob ihr das sehen könnt. Yo. Also es ist die saugeile Nachtstimmung, überall ist gerade Nebel. Und ja, jetzt ruder ich erstmal nach Hause, Leute. Ich bin durch für heute. Ich bin raus, ciao. Guten Morgen. Ja, das war wohl nix mit der Übernachtung. Ja, super ärgerlich. Bin gestern Nacht dann noch nach Hause, habt ihr ja gesehen. Und habe mir jetzt wirklich viele Gedanken dazu gemacht, was mich super ärgert. Aber ich denke, es ist doch okay. Weil wenn du kein Rescue, kein Backup-Team und nichts hast, was jetzt keine Entschuldigung sein soll, aber wenn du diesen Schrei, diesen Brummschrei oder was auch immer das war, dieses Gebrüll, das ist mir durch Mark und Knochen gefahren. Und ich denke, es war okay. Das Einzige, was beschissen ist, was ich in der ganzen Hektik und Panik vergessen habe, ist, ich habe 2 Kabelbinder am Baum gelassen, weil ich eigentlich morgens noch einen Zeitraffer machen wollte davon, wie ich das ganze Camp abbaue. Und eins könnte mir glauben, ich habe noch nie so schnell ein Camp abgebaut. Ich bin froh, dass ich die große Tasche dabei hatte vom Stand-Up-Paddle. Ich habe alles nur reingestopft, rein, zack, 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 Tasche zu, ab, weg, schnell. Ja, jetzt hängen da halt noch leider 2 Kabelbinder am Baum. Und jetzt kommt auch noch Wind auf. Und ich müsste, wenn ich jetzt dahin rudern wollte, um die Kabelbinder wegzumachen, voll gegen den Wind rudern. Und das ist auch scheiße. Also, wenn einer nochmal Fritz Spot besuchen geht, der das hier sieht, bitte seid mir nicht böse, knipst den Kabelbinder vom Baum und entsorgt ihn für mich. Ist auch nicht stramm gezogen, weil halt noch was reingeklemmt werden können musste. Ja. Das also jetzt der Abschluss von dem Video. Ich bin euch noch was schuldig. Ich sprach nämlich davon, von einem 4. Spot, 4 von 8. Und vielleicht erkennt ihr es schon. Ich bin am Punkt der Aussetzung und zeitgleich rüber. An dem Spot, wo das Abschlussgespräch war, wo alle zusammensaßen, Lagerfeuer hatten. Und ich gönne mir jetzt einfach, dass ich euch auch die letzten Wörter von hier aus zusende. Also, für uns geht es jetzt weiter Richtung Siljansee. Jetzt ist erstmal wieder mehr Reisebericht als Outdoor-Kram. Wir werden uns jetzt heute einen schönen Campingplatz suchen. Ist nicht ganz so viel Fahrtzeit. Einmal alle Klamotten waschen, Grauwasser entleeren, alles auffüllen, alles entleeren, was notwendig ist. Und dann werden wir die nächsten 3-4 Tage wahrscheinlich am Siljansee verbringen. Dort soll es super schöne Wanderungen geben. Das heißt, die nächsten 3-4 Tage stehen im Zeichen der Wanderung. Und dann gibt es wieder ein paar schicke Naturaufnahmen, ein paar Drohnenbilder.
Und damit verabschiede ich mich von meinen 2 Tagen Seven vs. Wild Feeling und freue mich über jeden, dem es gefallen hat. Hier also nochmal Abschluss auch für mich, nicht nur für die anderen. Und damit ciao, ciao.